Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Krause, Vorstandsvorsitzende des Verbraucherdienst e.V. Das heutige Thema ist Forderung der CCC Vermögensverwaltungsgesellschaft MBH aus München. Hier geht es um Forderung aus einer Nettopolice, und zwar werden 10 Jahre oder später, weitaus später, Gelder geltend gemacht aus einem Maklervertrag. Die vertretenen Prozessbevollmächtigten sind hier die Rechtsanwälte Bösel, Co-Wagner und Kollegen. Wichtig bei solchen Forderungen ist es, sie werden einmal angeschrieben von der Kanzlei. Wenn sie darauf nicht reagieren, dann wird ein gerichtlicher Mahnentscheid gezogen. Man sollte diese Forderung nicht ignorieren, weil es bedarf hier tatsächlich rechtsanwältliche Hilfe. Es ist auch nicht so einfach, mit dieser Klage, die die Kanzlei hintereinleiten wird, zurechtzukommen. Also da reicht es auch nicht nur aus, einen Rechtsanwalt zu nehmen, nur weil er Rechtsanwalt ist, sondern er muss sich in diesem Thema auch ganz genau auskennen. Weil hier geht es um Maklerverträge, die damals neben dem Versicherungsvertrag abgeschlossen worden sind. Die meisten Betroffenen haben die Versicherung gekündigt, wussten aber gar nicht, dass der Maklervertrag auch noch zu kündigen ist. Dann stellt sich hier die Frage, sind die Kunden zum damaligen Zeitpunkt in der Zeit von 2004 bis 2006 tatsächlich versicherungstechnisch beraten worden? Wurde eine Widerrufsbelehrung ausgehändigt? Ja, nein. Wurden die Originalverträge, Versicherungsverträge demjenigen überhaupt übersandt? Oder hat er nur die Kündigung ausgesprochen, weil er gesehen hat, dass die Versicherung abgebucht hat, und da ist ja meistens die Versicherungsnummer auf den Kontoauszügen drauf, und darauf hat er dann eine Kündigung ausgesprochen. Die Versicherung hieß Atlantic Lux aus Luxemburg. Wenn Sie dazu Fragen haben, unter diesem Video gibt es auch einen Artikel. Dort können Sie noch weitere Informationen beziehen. Wenn Sie Unterstützung oder Hilfe brauchen, dann können Sie sich gerne in der Zeit von montags bis freitags 8 bis 17 Uhr an uns wenden, auch per E-Mail. Alles wird am Ende dieses Videos eingeblendet. Ich danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.